Hey ho, schön, dass du da bist und dir Zeit für dieses Video nimmst. In diesem Video würde ich dir gerne den Vierfüßlerstand näher bringen und zeigen, welche Möglichkeiten du im Vierfüßlerstand hast, um deine Wirbelsäule aufzulockern und durchzumobilisieren. Also, wenn du bereit bist, lass uns loslegen. Bring zuerst deine Hände unter deine Schultern und die Knie unter die Hüften, um in den Vierfüßlerstand zu kommen. Spreiz deine Finger weit auseinander und beginn dein Becken ganz locker links, rechts, hin und her zu bewegen und spür dich dabei bewusst in deine linke und rechte Hüfte hinein. Dann pendel dich hier langsam in der Mitte wieder ein und beginne nun nur deinen Brustkorb zur linken Seite und zur rechten Seite zu schieben. Lass dabei dein Becken stehen und versuch die Länge an beiden Seiten deiner Brustwirbelsäule und deines Brustkorbes bewusst wahrzunehmen. Dann pendel dich auch hier langsam in der Mitte wieder ein und beginne deine Wirbelsäule vom Becken beginnend zu strecken und vom Becken beginnend zu beugen. Nutze die Einatmung, um die Wirbelsäule zu strecken und nutze deine Ausatmung, um die Wirbelsäule zu beugen. Schieb die Schulterblätter auseinander, Kinn zur Brust. Vom Becken nach oben strecken mit der Einatmung. Vom Becken Richtung Kopf beugen mit deiner Ausatmung. Dann pendel dich wieder in der Mitte ein und beginne nun deinen Brustkorb über die linke Seite nach oben zu schieben und über die rechte Seite nach unten zu ziehen. Verbinde die Bewegung mit deiner Atmung, sodass du mit deiner Ausatmung den Brustkorb über die linke Seite hochschiebst und mit der Einatmung über die rechte Seite nach unten ziehst. Dann kreise hier auch in die Gegenrichtung und beginne deinen Brustkorb über die linke Seite nach unten zu bewegen mit deiner Einatmung und über die rechte Seite nach oben zu schieben mit deiner Ausatmung. Spür dich dabei in jeden Abschnitt der Bewegung ganz bewusst hinein und versuche jede Spannung um deine Wirbelsäule loszulassen. Dann pendel dich hier langsam in der Mitte wieder ein und lass deine Atmung weiter fließen. So, da. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und war hilfreich für dich. Falls es so ist, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du den Like-Button klicken könntest. Und wenn du mehr Videos zum Thema Yoga, Fitness, Meditation oder Atmung sehen möchtest, abonniere doch den Kanal und klick die Alarmglocke. In diesem Sinne wünsche ich dir einen super schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Peace!